Guten Tag, liebe YouTube-Community. Herzlich willkommen zu meinem Review über das Corsair Virtuoso RGB Wireless SE Hi-Fi Gaming Headset. Vor circa 2 Wochen habe ich mir dieses Headset gekauft, da ich endlich von meinem Turtle Beach, welches nur Stereo-Sound unterstützt, zu einem surround-fähigen Wireless Headset umsteigen wollte. Nach langer Recherche habe ich mich für dieses Produkt entschieden und ich bereue es zu keiner Sekunde. Zunächst zum Namen. Virtuoso steht für die neue Soundqualität der 50mm Neodym Lautsprecher. RGB befindet sich im Namen, da man das Corsair-Symbol, welches mehr als hochwertig verarbeitet ist, und man dieses über die eigene Corsair-Software IQ in verschiedenen Modi und Helligkeiten zum Aufleuchten bringen kann. Auch weitergehend muss ich sagen, dass das Design dieses Headsets mehr als gelungen ist. Es handelt sich hierbei um einen grauen Farbton, welcher laut Corsair Gunmetal genannt wird und aus einer gebürsteten Alu-Oberfläche besteht. Aber zum Design gleich noch mehr. Zurück zum Namen. Es handelt sich hierbei um ein Wireless Gaming Headset, welches per USB-Dongle über Wireless verbunden werden kann und dabei eine unglaublich stabile und latenzfreie Verbindung herstellen kann. Weitere Anschlussmöglichkeiten wären per USB-Kabel, welches am Headset selbst über USB Typ C verbunden wird oder über einen 3,5mm Klinkenstecker. Die beste Soundqualität erhält man über den USB-Anschluss, denn hier kann man eine Abtastrate von bis zu 96 kHz bei 24 Bit erreichen. Und glaub mir, die Qualität merkt man. Zusätzlich besitzt das Headset einen Frequenzgang von 20 Hz bis 40 kHz, was beim Gaming einen Vorteil bringen soll, aber auch hierzu später mehr. Der letzte Teil im Namen, das SE, steht für Special Edition, welches sich einerseits im Design widerspiegelt, denn es gibt noch eine andere Version ohne das Special Edition. Ohne das SE gibt es das Headset ohne Gunmetal-Look. Das bedeutet, es gibt es nur in einem Plastik-Look, in schwarz oder in weiß. Die Mikrofonqualität soll ebenfalls bei dem SE-Headset besser sein und die LED-Effekte sind deutlich cooler bei der Special Edition-Variante. Kommen wir zur Verpackung. Geliefert wird das Headset in einer robusten Verpackung, welche alle Specs des Gerätes auf der Seite mitteilt. Wenn man die Verpackung öffnet, ist alles zunächst sehr hochwertig verpackt und es befindet sich ein USB-Typ-C-Kabel, ein 3,5mm Klinkenkabel, beide sind übrigens gesleeved, und ein abnehmbares Mikrofon, eine Transporttasche und natürlich das Headset selbst darin. Wie eben bereits erwähnt, ist das Mikrofon abnehmbar und kann auf der linken Seite des Headsets via USB verbunden werden. Am Mikrofon selbst befindet sich ein Taster, welcher dazu dient, das Mikrofon ein- und auszuschalten. Symbolisiert wird das mit einem Leuchtring am Mikrofon selbst. Ebenfalls auf der linken Seite des Headsets findet sich ein USB-Typ-C-Anschluss und der Klinkenstecker-Eingang. USB und Klinkenstecker bzw. Wireless und Klinkenstecker können gleichzeitig genutzt werden. Fazit, wenn man zum Beispiel streamen möchte und separat sein Handy dabei benutzen will, um Musik zu hören, geht das. Oder man kann zum Beispiel zocken und dabei sein Headset per USB-Kabel an sein Kondensatormikrofon anschließen, man hört sich auch dann selbst. Auf der rechten Seite des Headsets befindet sich ein Switch-Schalter, welcher als Wechsel zwischen USB- und Wireless-Funktion dienen soll, aber auch als Ein- und Ausschalter verwendet werden kann. Nötig ist dies aber nicht, da sich das Headset je nach Einstellung der IQ-Software selbst ausschaltet, wenn man es irgendwo hinlegt, wo es still liegen kann. Neben des Schalters befindet sich ein Lautstärkeregler, welcher sich wirklich sehr angenehm anfühlt und auch sehr präzise arbeitet. Nun zur Software. IQ ist erhältlich auf der Corsair-Website. Einmal schnell heruntergeladen und installiert, muss man den PC neu starten und schon kann man an den Einstellungen rumspielen. Für die Hauptfunktion gibt es 3 Reiter. Einmal Profile, welche man selbst erstellen kann, dann die Beleuchtungseffekte. Dort kommen Einstellungen zutage wie Regenbogeneffekt, Farbwechsel, Impulse, Regen, Temperatur, aber auch weitere. Die man eben einfach kennt vom Gaming allgemein schon. Zu guter Letzt gibt es den Reiter der Equalizer-Einstellungen, welche eindeutig nötig sind. Denn hierbei gibt es 5 Voreinstellungen. Pure Direct, Movie Theater, FPS Competition, Clear Chat und Bass Boost. Diese Einstellungen sind notwendig, da das Headset von sich aus wirklich sehr neutral eingestellt ist und es eher an Studio-Kopfhörer erinnert. Dementsprechend ist der Bass genauso wie die Höhen allerdings sehr präzise gehalten und die Mitten am stärksten betont. Prinzipiell kann man aber auch selber natürlich Einstellungen vornehmen am Equalizer. Zum Musikhören nutze ich gerne den Bass Boost, da dieser einen guten Job abliefert, aber dennoch nicht den stärksten Bass hervorbringt. Ihr dürft aber nicht vergessen, dass dieses Headset nicht auf Musik spezialisiert, sondern auf Gaming ausgelegt wurde und diesen Job erfüllt es wirklich sehr gut. Eine extra Einstellung ist nämlich der Wechsel zwischen 7.1 Surround Sound und Stereo Sound. Glaub mir eines. Ich bin so froh, dass ich mir dieses Headset zugelegt habe. Ich spiele hauptsächlich Shooter und hierbei hilft das Headset ungemein. Ich hatte schon einige Headsets für mich getestet, aber dieses hier hat meiner Meinung nach den präzisesten Sound. Man erkennt ganz genau, von wo die Gegner kommen und das mit einem sehr angenehmen Sound. Selbst die Schüsse der anderen Spieler oder der eigenen Waffe geben einen klaren Sound wieder, welches einfach angenehm anzuhören ist. Der einzige Nachteil ist, dass ich das Headset nach spätestens 4 Stunden einmal abziehen muss für kurze Zeit, da dieses doch mit 360 Gramm recht schwer ist.
aber dennoch leichter als das Logitech G935. Ansonsten sieht das Headset nicht nur hochwertig aus, sondern es fühlt sich auch sehr hochwertig an. Die Ohrmuschel ist sehr groß und unglaublich weich, sodass der Tragekomfort wirklich gegeben ist. Ebenfalls knarzt nichts und man spürt wirklich, dass es sich um ein sehr hochwertiges Produkt handelt. Die Ohrmuscheln sind insgesamt um 180 Grad neigbar und so kann sich der Kopfhörer an jeden Kopf anpassen. Vor allem, da es auch in der Größe gut verstellbar ist. Weiter wieder mit den Einstellungen. Wer mit seinen Freunden über Discord, Skype oder TS kommunizieren will, kann seine Stimme latenzfrei einblenden lassen. Dies ist möglich mit der Einstellung Nebenton. Zusätzlich kann man hier die eigene Stimmlautstärke anpassen. So nebenbei, das Headset ist übrigens Discord verifiziert. Weitere Einstellungen können vorgenommen werden bei dem dazugehörigen Reiter in der oberen Leiste. Dort kann man einstellen, wann sich das Headset selbst ausschaltet. Ich selbst habe 2 Minuten gewählt, um Akku zu sparen. Von Standard aus ist es nämlich auf 10 Minuten eingestellt. Weitergehend habe ich die Akkuanzeige so eingestellt, dass diese in meiner Windows-Leiste neben der Uhr angezeigt wird. Leider gibt es nur 3 Stufen, um zu erkennen, wie der Akkustand gerade ist. Diese wären hoch, mittel und gering. Ich hoffe, dass dies endlich mal über ein Update geändert wird. PS, es gab erst heute ein Update und hat nichts gebracht. Prinzipiell gibt es noch weitere Einstellungen, aber auf diese möchte ich jetzt nicht mehr eingehen. Kommen wir nun zum Mikrofontest. Das gesamte Video bisher habe ich mit meinem Großmembranmikrofon aufgenommen. Nun werde ich zweimal dasselbe sagen, um zwischen dem Headset-Mikrofon im Wireless-Zustand und dem kabelgebundenen Zustand wechseln, um diese zu vergleichen. Heute hat mein Appenzeller Border Collie Mischling beim Spazierengehen eine Wespe gefangen und diese, ohne mit der Wimper zu zucken, gegessen. Heute hat mein Appenzeller Border Collie Mischling beim Spazierengehen eine Wespe gefangen und diese, ohne mit der Wimper zu zucken, gegessen. Heute hat mein Appenzeller Border Collie Mischling beim Spazierengehen eine Wespe gefangen und diese, ohne mit der Wimper zu zucken, gegessen. Wie ihr hören könnt, ist das Mikrofon wirklich gut und meiner Meinung nach bisher das Beste in der Wireless Headset Klasse auf dem Markt. Leider legt Corsair aber keinen Popschutz dazu, was echt schade ist, da dieser doch ab und an gebraucht werden könnte. Kommen wir zum Fazit. Das Headset ist damit ca. 200 € UVP wirklich teuer, aber dennoch bietet es einige Funktionen und sehr hohe Qualität, sodass sich auf alle Fälle lohnt, wenn man etwas Geld für ein Headset ausgeben möchte. Die Reichweite der Wireless-Verbindung ist wirklich enorm hoch und hat bei mir bis in die Küche gereicht, sodass ich mir Wasser nachholen konnte, während ich in einer Gruppenkonferenz auf Skype war. Und so nebenbei, normales Wireless kommt bei mir kaum an in meinen Raum, deswegen habe ich auch komplett alles über LAN anschließen müssen, was zwar prinzipiell eh besser ist, aber ja, normal habe ich in meinem Zimmer kein WLAN. Das Mikrofon ist endlich ein leistungsstarkes für ein Wireless-Headset und die Soundqualität ist sehr präzise und fürs Gaming absolut geeignet und gelungen. Wer mehr Musik hört als am Zocken ist, sollte zu einem anderen Headset greifen. Aber nicht vergessen, es handelt sich hierbei um ein Gaming-Headset, nicht um Studio-Kopfhörer, auch wenn es wirklich hochwertig verbaut ist und im ersten Moment etwas daran erinnern könnte. Leider muss ich aber noch hinzufügen, dass der Akku nicht wie angegeben 20 Stunden, sondern lediglich 15 Stunden bei mir gehalten hatte. Hat mich persönlich trotzdem nicht sonderlich gestört, da man dann einfach über das USB-Kabel weiterzockt und sich dabei die Soundqualität doch nochmal um einiges verbessert. Alles in allem bin ich unglaublich zufrieden mit diesem Headset und bin froh, dass ich mich für das Corsair Headset und nicht für die SteelSeries Actis Pro oder andere entschieden habe. Vielen Dank fürs Zuschauen.